Willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wonder. Wir stehen hier tatsächlich vor dem Piranha-Pflanzen-Paraden-Ding und ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum. Das hat nämlich einen ganz bestimmten Grund, denn wir haben uns ja die ganze Zeit gefragt, warum hier kein Haken ist, aber in den anderen Leveln schon, also hier dieser grüne Haken, der immer im Hintergrund da zu sehen ist bei den Münzen und so, wenn ihr genau hinseht. Und es gibt tatsächlich hier einen Secret Exit, den musste ich tatsächlich nachschlagen, weil sonst hätte ich ihn gar nicht gefunden und ich wäre, um ehrlich zu sein, gar nicht drauf gekommen. Weil bevor ich den Secret Exit tatsächlich gefunden hatte, wo ich das Level hier schon mal irgendwie zwei oder dreimal nochmal gespielt habe, um ihn zu finden, habe ich ihn nicht gefunden. Und ich muss sogar sagen, dass dieser Secret Exit tatsächlich, ja, sehr assi ist. Und man kommt da nicht so leicht drauf. Also man kommt da nicht direkt drauf und es ist halt, naja, gerade jetzt nicht so das Geile, ne? Gut, wir müssen nämlich erst mal warten, bis die Parade hier vorbei ist. Und ganz am Ende ist dann irgendwo der Secret Exit. Also es ist auf jeden Fall sehr schwierig zu finden. Also wenn man da blind... Also wie man da blind draufkommen will, weiß ich nicht. Also klar, man könnte schon draufkommen. Aber ja, ne? Ich muss aber sagen, viele Secret Exits waren in den 2D-Marios meistens auch sehr schwierig. Und hier nun auch diesmal wieder. Deshalb, joa, ne? Naja. Ist ja nicht weit so schlimm. Den holen wir jetzt ganz einfach nach und gut ist. Nehmen den Wundersamen hier. Und dann müssen wir jetzt von den Notenblöcken hier hochspringen und dann ist hier oben der Secret Exit. Wie man darauf kommen soll, weiß ich nicht klar, ne? Ist natürlich vielleicht selbstverständlich, eventuell, aber ne? Manchmal ist es aber auch ein bisschen fragwürdig. Ja, wir müssen hier ganz lange laufen. Müssen wir denn hier die Röhre oder ist hier hinten noch was? Ah ne, hinten ist gar nichts mehr, okay. Und ja, wir sind hier gerade tatsächlich im Vordergrund von dem Level hier. Sehr cool, by the way. Und hier ist dann Secret Exit. Also, wie man darauf kommen soll, wie gesagt, weiß ich nicht. Aber, naja. Ist ihm selbst überlassen. Also, falls ihr ihn auch nicht gefunden habt, dann jetzt hier. Hier ist er. Dann hätten wir das auch geklärt. Da tut sich dann tatsächlich ein Weg auf mit einer Röhre. Und da kommt auch die Nachricht. Du hast alle Wundersamen auf der Röhrenfelsenwiese gefunden. Zu belogen hältst du 100 Blumen. Ja, okay, gut, ne? Kann ich eigentlich nicht mal bekommen, weil, ja, ne? Ist halt das Maximum, was wir bekommen können. Was ist hier drinne? Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Captain Toad! Du schon wieder. Ich habe mich schon mal gefunden und dazu sage ich auch nochmal gleich was. Was für ein Ort, um jemanden zu begegnen, findet ihr nicht? Ich habe gehört, dass es in der Nähe irgendwo Schätze geben soll. Und plötzlich fand ich mich wie hier wieder. Was meint ihr, wohnt auf den Inseln dort überhaupt jemand? Und was ist das für ein komischer Rauch? Ach ja, ich habe 50 Blütenmünzen für dich. Ich könnte sie gern haben. Irgendwo werde ich schon eine Verwendung dafür finden. So, dann bis später mal. Ja, wir können leider nicht mehr tragen. Das finde ich aber auch ein bisschen doof geregelt. Doch, warum man das als Maximum macht. Aber naja. Und hier der Beweis, wir haben hier den Haken endlich und wir haben es abgeschlossen. Yay. So, dann wollen wir mal nachgucken. Weil wir haben ja hier noch... Nee, wir waren ja fertig, ne? Wir waren da hier mit beschäftigt, ne? Auf den Inseln hier. Ich glaube, hier sind wir stehen geblieben, oder? Irgendwie sowas war da, ne? Genau. So, und ich Dulli, weil ich wieder ein professioneller YouTuber bin, habe ich vergessen, mir den Timer zu stellen für mich, weil ihr müsst ja wissen, ich stelle mir immer einen Timer, um zu wissen, wie viel Zeit ich halt noch für den Part habe. Und ja. Gut. Weil ich habe halt immer noch keinen zweiten Bildschirm und es ist halt echt schwierig, dann da den Überblick zu haben. Naja.
Wir fangen endlich an mit Welt 3 Güldenfälle. Welt 2 haben wir ja den letzten Part abgeschlossen. Oh, es scheinen sich Besucher eingefunden zu haben. Ich sollte sie begrüßen. Fump! Das hier scheint eine krasse Welt zu sein. Die sieht auch optisch sehr schön aus. Das sind anscheinend die Güldenfälle. Das sind die Güldenfälle. Ich habe mal gehört, dass es ganz oben am Wasserfall einen Königssamen geben soll. Falls du nicht mehr weiter weißt, wo du gerade bist, kannst du mit L die Karte aufrufen. Alles klar. Ist wieder so ein Haus von denen. Ah, wenn das nicht unser Prinz ist. Ich heiße dich an den Güldenfällen willkommen. Hier erwartet dich eine wahre Kaskade an Prüfungen. Bist du bereit, dich an ihnen auf Probe stellen zu lassen? Es wird nicht leicht werden. Deine Aufgabe ist es, den höchsten Punkt des Wasserfalls zu erreichen. Dort findest du den Königssamen. Moment mal, könnten wir den Teil nicht einfach überspringen und den Königssamen gleich bekommen? Keineswegs. So sind die Regeln und die gelten auch für unseren Prinzen. Nun, wer alle Herausforderungen meistert, darf den Königssamen sein eigen nennen. Jedoch gebe ich dir etwas, was dir auf deiner Reise nützlich sein soll. Ich erwarte dich weiter rum am Wasserfall. Fump! Ich glaube an dich! Dankeschön. Okay. Dann geht's mal weiter, würde ich mal sagen. Irgendwie müssen wir es auf all diesen Wegen bis ganz nach oben schaffen. Mal überlegen, welches Abzeichen könnte ich am besten, könnte sich da am besten dafür eignen? Ja, okay, gut. Das wissen wir ja. Ist das hier eine Gebirgswelt oder was? Scheint aber irgendwie so, ne? Okay. Wir haben hier wieder einen Laden. Wundersam, den nehmen wir natürlich gerne an uns. Und sonst ist hier halt wieder nichts drin. Gut. Und... ja, wo fangen wir denn an? Dafür brauchen wir 4 Wundersamen, da können wir noch nicht hin. Aber erst überprüfe ich hier alles mal. Nein, ich will nicht, ich will kein Online-Spiel. Ich überprüfe hier aber erstmal alles, weil... ja, wissen, wir können da hier manchmal irgendwo A drücken. Jetzt habe ich aus dem Level gestartet. War klar, dass es passiert. Naja. Hüpfertest. Es darf gehüpft werden. Okay. Ist jetzt ein richtiges Level? Ja, es ist ein richtiges Level. Okay. Ah, ich verstehe. Diese Gegner hier. Die bringen... einen dazu, nicht zu springen, weil sie nämlich auch mitspringen. Interessant. Aber ganz gleich mit der Feuerblume zu besiegen. Okay. Achso, ja, stimmt. Ich wollte ja noch was nachholen. Das hole ich am besten gleich direkt mal nach dem Level hier nach. Oder ich schneide es einfach am Ende des Videos rein. Ich glaube, so mache ich das. Ja, so mache ich das auf jeden Fall. Dann mache ich das halt am Ende des Videos. Weil ich möchte jetzt den Fluss... in dieser Welt nicht zerstören. Weil es gerade so gut angefangen hat. Deshalb, ja. Die Musik mal wieder sehr vielversprechend. Aber das hier scheint echt eine Art Gebirgsberg zu sein. Und... wow! Okay, das ist gemein. Das, damit haben sie mich jetzt hops genommen. Was, die kleben auch an der Decke? Lol, hat er gerade ernsthaft eine Ranke für mich freigeschaltet? Die können das? Okay. Schon gemein, du. Die ist ein Secret. Mit einer Münze wahrscheinlich. Wie nenne ich die Münzen eigentlich? 10er-Coin einfach. Wisst ihr was? Ich nenne die Dinger jetzt einfach Blütencoins.
Weil wir hatten ja auch die Starcoins vorher. Warte mal, wie heißen. Es gibt da bestimmt eine eigene Bezeichnung dafür, aber. Ich bin gerade halt mal wieder lost. Ich nenne sie einfach Blütencoins. So. Oder nee, am besten Flower Coins, genau. Dann ist es auch so ein ähnlicher Begriff wie bei den Star Coins. Passt eher. Und hier unten ist doch bestimmt was, oder nicht? Achso, nee, da kam halt diese Viecher rausgesprungen, ne? Ja. Okay. Warte mal. Hier oben ist nichts. Okay. Ja. Oh shit, das Flower Coin, aber. Die hören wir uns einfach so, okay. Ich gehe jetzt extra nochmal nach hier oben. Okay, hier oben ist nichts, okay. Wie kommt man denn hier hoch? Was haben wir eigentlich für eine Fähigkeit ausgewählt? Ach so, den Thinking. Ja, okay, gut, den können wir jetzt eigentlich nicht gebrauchen. Ach, verdammt. Ach so, der aktiviert das hier für mich. Ach so, und da ist eine Wunderblume drin. Da, sieh mal an. Die Dinger werden ja immer größer. Ach du Scheiße. Okay. Achso, die machen die Dinger hier kaputt. Jetzt einfach schnell hier durch. Ah, ist schon nicht ohne. Aber. Das ist auf jeden Fall ziemlich heftig. Ah, wir müssen das mit dem kaputt machen hier. Okay. Ah, nee, warte mal, da unten war doch was, oder nicht? Okay, das war jetzt unüberlegt. Okay, war doch nichts. Die Röhre ist auch zugemauert. Das macht mir irgendwie Angst. Ich glaube, wir müssen das Level auch, wenn ich das nicht will, nochmal spielen, weil es bestimmt einen Secret Exit oder sowas gibt. Hm, aber mal gucken, ne? Muss ja nichts heißen. Oh, da kommt ja noch so ein Viech. Ah, die kommen ja von überall. Warte mal. Kann man die eigentlich töten? Nee, ne? Achso, das ist ja wundersam. Ah, und da verpufft einfach. Okay. Okay, da oben ist nichts. Hätte ja sein können. Ah, warte mal, was? Hey, man kann hier zurück einfach? Aber warum? Ich liebe Wasserfälle. Ist hier irgendwas, was man sonst nicht sieht? Nee, macht doch keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Und dann gehen wir einfach weiter. Was, ist schon Ende? Ach so, stimmt ja. Wir haben ja schon alles. Ich hab total übersehen. Oh nee, das habe ich jetzt verkackt. Verdammt. Hey, warum macht er jetzt nichts? Okay. Ich hatte jetzt schon Angst, dass ich das verkacke, aber hat noch geklappt. Oh yeah. Okay, gut. Dann hat mir das Level auch abgeschlossen und... Oh, du schon wieder. So viele Stacheln und so wenig Angst, du bist sehr mutig. Vamp! What? Ist irgendwie ein bisschen komisch.
Ich würde mal sagen, wir machen das hier mal. Verschnaufspause. Verschnaufspause, unerreichbar. Ich hätte auch mal wieder hier. Ich rüste das hier mal aus. Was? Ach so, unsichtbare Blöcke. Los, greif zu. Alright. Ja, okay, gut, das war jetzt nicht so schwierig. Was war denn das da eigentlich im Hintergrund? Achso, okay, gut, da gibt es nichts weiteres. Okay, okay, komisch. Okay, dann machen wir das hier noch. Such zum Brezel der Leere. Mal gucken, was es hier gibt. Ah, wieder so ein Rätsel, ne? Ah, wieder so ein Suchspielchen, ne? Ja. Wie man es kennt. Ah. So, was ist es hier wieder? Auf gut Glück einfach irgendwo hinspringen. Ja, ja, ihr Schweine. Ja, ja, ja. Jetzt geht ihr immer weiter nach oben. Okay. Wow. Okay. Ich muss aber sagen, das ist im Gegensatz zu dem anderen noch ziemlich einfach, was wir vorher hatten. Weil... Ja, ne? Was? Hier ist nichts mehr? Da bei mir kein. Hä? Na, warte mal, vielleicht hier unten. Nein? Das könnte echt nicht wahr sein. Woher soll man das denn wissen, Mann? Ich krieg hier wirklich einen Anfall. Wonderful! Naja. Da muss, das ist das Einzige, was ich sagen muss. Also manche Dinge sind halt echt... Naja. Okay. Dann machen wir weiter. Würde ich mal sagen mit... Ja. Hier mit... Oder wo geht's denn hier oben lang? Achso, da geht's einfach nur zu weiteren Level. Okay. Da gehe ich mal, würde ich mal sagen, aber erst später hin, oder? Was ist das hier? Ich glaube, da geht es eher weiter. Und dann machen wir, denke ich mal, hiermit weiter. Hochella-Test. Ins Visier geraten. Wir müssen anscheinend viele verschiedene Tests absolvieren. Von Meister Poplin. Wow. Was ist denn mit denen hier los? Naja, sind aber zu doof, mich zu treffen. Oh yeah. Aber mal gucken, wie lange es... Wie lange das noch anhält. Was ist gerade passiert?
keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. So. Boah, hier muss ich jetzt aber sagen, sieht der Hintergrund ein bisschen mehr aus. Aber ansonsten ist die Musik aber trotzdessen richtig geil. Gefällt mir. Es gab ja auch in Vergangenheit ja öfters mal Gebirgswelten. Die gab es ja immer eigentlich. Ich glaube, das soll es hier auch darstellen. Aber gerne mehr davon. Ja, und da ist wahrscheinlich ein Secret oder so. Da gehen wir doch mal rein und inspizieren das Ganze mal. Okay, Untergrund. Am besten die alle erstmal töten. Ja, dann nehme ich lieber meine Feuerblume. Okay. Und da ist sogar eine Flower Coin drin. Okay. So. Schade, dass wir jetzt eigentlich den Elefanten verloren haben. Aber naja. Was soll's? Oh nee. Ach komm. Also manchmal sind die Fische echt nervig. Die mag ich nicht. Hier oben ist nichts anscheinend. Also hoffe ich mal. Ja, also ich weiß nicht, ihr könnt mir mal gerne in den Kommentar schreiben, wie ihr bis jetzt die ganzen Weltenaufbau findet von allen Welten. Kann auch sein, dass ihr das Spiel selber gespielt habt. Dann könnt ihr auch gerne eure Meinung dazu geben, aber bitte ohne Spoiler, wenn dann schon. Das wäre sehr nett, weil sonst, wenn ihr spoilert, werdet ihr... Sonst wird euer Kommentar zu einem gelöscht und ihr werdet von mir blockiert. Also solltet ihr das auf jeden Fall sein lassen. Am besten, spoilerfrei, einfach eure Meinung sagen. Einfach sagen, ob das Game gut ist oder nicht für euch. Aber naja. Jetzt gehen wir mal nach oben. Dann kommen wir auch hier rein. Und dies ist bestimmt eine Flower Coin. Badabam. Bam, 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 bam. Ich find's so geil, dass man... Warte mal, kann man hier nicht... Oh, scheiße, das ist verkackt. Man kann auch hier wahrscheinlich irgendwie One-Ups arm, oder? Wenn man es geschickt anstellt. Ich bin mal wieder zu unfähig für alles. Ich bin unfähig. Ach, meine Güte. Hä, ich hab den doch gehauen! Dann halt so. Oh shit. Ich mag die Viecher nicht. Hä, was ist denn jetzt auf einmal hier los? Kommt ihr auf einmal her? Was? Feuerwerk? Ja, ja. Naja, war jetzt erwartet, aber naja. Feuerwerk ist eigentlich immer schön. Okay, ich hab alles. Also können wir auch getrost das Level verlassen. Dankeschön. Damit wird das verrückte Level auch abgeschlossen und die Gegner waren schon echt, ne? Es könnten sogar meine potenziellen Hassgegner werden. Weil wir erfahren haben, gibt es ja hier eine Spezialwelt.
Und ihr wisst ja, wie die Spezialwelten-Level immer in Mario so drauf waren, also... Könnte hardcore werden mit den Viechern. Du bewegst dich wie ein Blatt in der Brise. Wie Wasser, das sanft durch das Flussbett fließt. Beeindruckend. Unter wie vielen Wasserfällen musstest du meditieren, um so ein solches Können zu erwerben? Vamp! Okay. Du bist echt weird, aber... Mach du. Verstehst du also, er beim Wasserloch. Und ich schon wieder diese Marken. Aber nee, das ist ja nicht mal dieses Rätselding, ne? Das ist ja was anderes. Hä? Achso, es findet hier im Wasser statt. Ja gut, hätte ich das jetzt gewusst, hätte ich meine Fähigkeit. Na geil. Oh, ich muss sie alle in einem Zug einsammeln. Aber alles super. Ist ja genauso wie das Money, was man im Real Life immer gerne sammelt. Wenn es auf der Straße liegt. Nein. Spaß. Geld ist nicht immer das, was man als wichtig empfinden sollte. Eher sollte man die Liebe und auch die Freundschaft wertschätzen als Geld, weil Geld ist ja einfach nur, ne? Klar, Geld braucht man zum Leben. Das ist halt schon wichtig, aber wer Geld mehr wertschätzt als Freunde oder Familie, dem kann er... Also, tut mir leid. Nee. Gut, da würde ich mal sagen, war es das erste für diesen Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Super Mario Bros. Wonder. Ich weiß, wir haben hier vielleicht nicht so viel gemacht, also noch nicht so viel, aber wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Mario Bros. Wonder. Lasst ein Like da, kommentiert das Video, abonniert mich, drückt die Glocke an, damit ihr nichts auf jeden Fall verpasst. Und wir sehen uns dann. Ciao!